bis ans Ende. Wozu brauchen wir eigentlich Beständigkeit? Wozu brauchen wir das? Ist das das schöne Extra, das man so hat, wenn man einen bestimmten Grad der Heiligung erreicht hat? Nein, wir haben keine Stufen der Heiligung. Ja, und Beständigkeit ist trotzdem etwas, was wir dringend brauchen. Schlag mal mit mir auf Hebräer 10 und dort die Verse 35 und 36. Hebräer 10 und dort die Verse 35 und 36. Dort steht: So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Der Paulus sagt hier im Hebräerbrief: Es tut euch Not, dass ihr standhaftes Ausharren habt. Und er spricht von einer Verheißung. In Kapitel 11 geht es dann um die Verheißung, die Abraham, Isaak und Jakob noch nicht erlangt haben, wo es um die himmlische Stadt geht, die Grundfesten hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Sie haben etwas Besseres erwartet und auch sie brauchten standhaftes Ausharren dafür. Wofür brauchen oder wozu brauchen wir Ausharren, Geduld? Wir finden auch in Matthäus 24, einem wiederum sehr bekannten Kapitel, eine Antwort darauf. Und ich lade euch ein, auch das mit mir aufzuschlagen. Matthäus 24 und dort Vers 13. Matthäus 24, Vers 13. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und wir sehen auch in der Offenbarung, ganz klassisch, Offenbarung 14, Vers 12, dass die Erlösten diese Eigenschaft haben. Sie haben die Geduld der Heiligen. Das ist, was wir brauchen. Aber wie sieht es in der Realität aus? Wisst ihr, so oft erleben wir doch, dass ein Erweckungsprogramm ins Leben gerufen wird. Und man bereitet sich vor, man fastet, man betet, man trifft sich gemeinsam, man hat tiefgehendes Bibelstudium, man singt Lieder. Und wenn man dann nach Hause geht, dann hat der Alltag einen doch wieder schneller eingeholt, als man sich wünschen würde. Ein Camp-Meeting wird gestartet, renommierte Sprecher werden eingeladen, man kommt zusammen von nah und fern, man lebt einige Tage so nach dem Rhythmus, wie man ihn sich von Eden vorstellen würde. Man isst das Richtige, man kleidet sich richtig, man sagt das Richtige, man singt die richtigen Lieder und doch ist schon wenige Tage, nachdem man seine Sachen gepackt hat, scheinbar wieder alles wie zuvor. Eine mitreißende Predigt. Alle sind hellwach und alarmiert über ihren geistlichen Zustand und meinen, sie müssen jetzt unbedingt etwas ändern. Und dann ist der Gottesdienst zu Ende. Man geht nach Hause, sitzt zusammen, vielleicht redet man beim Mittagessen noch darüber. Aber frag mal die Gottesdienstbesucher Wochen danach. Sie werden nicht mehr viel wissen, worum die Predigt ging. Das ist, was wir immer wieder erleben und was uns zeigt, dass es uns doch noch an Beständigkeit fehlt. Im Prediger 7, Vers 8,
formuliert es Salomo so: Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Besser ist ein Geduldiger als ein Hochmütiger. Was sagt er uns in diesem Vers? Er sagt uns, es ist zwar schön und gut, wenn wir Dinge anfangen und wir brauchen auch gute Vorsätze, aber noch besser als etwas Gutes anzufangen, ist etwas Gutes zu beenden. Der Ausgang einer Sache oder das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Besser ist ein Geduldiger als ein Hochmütiger. Bis ans Ende. Ihr seht schon an diesem Bild, dass es auch etwas mit Festhalten zu tun hat. Und ich kann euch erzählen, wie gesagt, ich hatte immer den Anfahrtsweg, aber das mit den Seminaren am Dienstagabend war für mich keine leichte Sache. Es gab eine Zeit, wo es ein Kontrastprogramm gab und ich Dienstagabend 20.30 Uhr jede Woche ein Zoom-Meeting hatte. Und damals habe ich gemerkt, okay, es überschneidet sich. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich muss mich entscheiden. Es hat dazu geführt, dass ich einige Zeit dann, also es gab ja die zwei Seminare, Offenbarungsseminar und der 10. Ich kam zum Offenbarungsseminar, bin nach der Gebetszeit so schnell wie möglich nach Hause gefahren, aber mach das mal ein paar Mal in einer halben Stunde von hier bis Bietigheim, dann bekommst du es mit der Angst zu tun, dass du bald die Polizei hinter dir her hast. Und so wusste ich, okay, ich muss hier eine Entscheidung treffen. Also sprach ich mit dem Co-Leiter von diesem Meeting und habe gesagt, ich werde in Zukunft nicht mehr kommen. Ich sagte, okay. Dann habe ich das gemacht. Doch Dienstagabend, das erste Mal, als ich bei dem Meeting fehlte, bekam ich einen Anruf von dem Leiter des Meetings. Und er sagte, ich habe gehört, du willst nicht mehr kommen. Sag ich, ja. Es ist aber wichtig, dass du kommst. Sag ich, ja, aber es ist mir auch wichtig, dass ich in die Gemeinde gehen kann und das ist mir sehr wichtig. Sagt er, gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, dass du nur ein Teil kommst oder so? Und dann habe ich ihm meine Situation geschildert. Letztendlich bei dem Gespräch habe ich, glaube ich, fast ja gesagt, dass ich wieder zu dem Zoom-Meeting dazustoßen werde und habe es doch nicht getan. Aber es war nicht einfach. Und später kam ich wiederholt an diesen Punkt, wo auch Menschen von außerhalb zu mir gesagt haben, lass es sein, es ist zu weit, du hast nicht die Zeit, es kostet dir zu viel, lass es sein. Aber mein Herz war da so dran gewachsen, dass ich gebetet habe und gesagt habe, Herr, du weißt, ich will nicht, ich will weiterhin kommen. Ich habe darum gebetet, Herr, zeige mir in der Bibel Personen, deren Erfahrung ich zu meiner Erfahrung machen kann, die auch gesagt haben, nein, sie bleiben dran, auch wenn man versucht, sie abzubringen. Und Gott hat mich fündig werden lassen. Ihr dürft jetzt gleich raten, wer was gesagt hat. Da gibt es einmal die Stelle, ich habe es noch nicht eingeschaltet. So. Da gibt es die Stelle in 1. Mose 32, Vers 27, wo einer sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Wer hat das gesagt? Jakob. In welchem Kontext hat Jakob das gesagt? Genau, in seinem Kampf am Jabbok. Und er sagte, ich habe zwar schon mal einen Segen bekommen, aber es reicht mir nicht und ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich noch mehr. Wir haben hier, ich hätte die Versangabe wegmachen müssen, noch eine Person, die sagt, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll, denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen und wo du bleibst, da will auch ich bleiben, denn dein Gott ist mein Gott. Wer hat das gesagt? Ruth zu Naomi,
Genau. Und das Interessante ist, das werdet ihr bei allen jetzt gleich drei Beispielen sehen, da haben sogar diejenigen, an denen festgehalten worden ist, selbst gesagt, geh weg. Und die andere Person hat aber gesagt, nein, sag, was du willst, ich bleib da. Das dritte, 2. Könige 2, da sagt einer, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Wer könnte das gewesen sein? Sag's laut. Genau, Elisa zu Elia, wo Elia schon sich auf dem Weg befindet, dass er bald in den Himmel aufgenommen wird. Und sie gehen von Ort zu Ort und Elia sagt, bleib da. Und Elisa sagt, nein, ich bleib nicht da. So wahr der Herr lebt, so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Wir brauchen Erfahrungen, wo wir sagen können, nein. Auch wenn es jetzt anders aussieht, auch wenn man mich abzuwimmeln versucht. Nein, ich werde nicht locker lassen. Heute möchte ich mit euch 5 Säulen der Beständigkeit erarbeiten oder besprechen. Es gibt sicherlich noch mehr. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus 1 davon, dass Prüfungen uns festmachen. Das wird heute keine Säule sein. Wir brauchen auch unbedingt Gebet, sonst werden wir auch schnell aufgeben. Aber das wird heute auch keine Säule sein. Ihr werdet nur merken, dass es immer wieder dabei war. Die erste Säule, die ich herausgesucht habe und die meine eigene Erfahrung geprägt hat, war die Säule des Glaubens. Wir brauchen Glauben, um überhaupt etwas anzufangen. Und was ihr hier sehen könnt, das ist ein Liedtext. Ein Liedtext, der auf eine spannende Erfahrung hinweist, die ich sehr gerne mag. Es war nämlich so, als ich angefangen habe, bei UN Media erstmal die ersten Aufnahmen zu machen, da war das für mich so eine Sache, wo ich nicht richtig wusste, ach, soll ich mich jetzt darüber freuen, soll ich mich nicht freuen? Ihr müsst wissen, ich bin nicht so der Internetpräsenzmensch und ich dachte dann, okay, bisher findet man nichts von mir oder ziemlich wenig und dann kommt jetzt ein Video da rein. Ach, irgendwie hatte ich ein bisschen Bauchweh damit. Aber immer, wenn ich mit Gott im Gebet darüber gesprochen habe und gesagt habe, Herr, du weißt meine Bedenken und irgendwie das, ja, weiß jetzt nicht so ganz, da kam mir ein Lied in den Kopf. Jetzt muss ich dazu sagen, ich kannte das Lied nicht. Mir kam eine Melodie in den Kopf von einem Lied, das ich nicht kannte. Ich sage, Herr, scheinbar möchtest du mir irgendetwas mit diesem Lied sagen, aber ich kenne es nicht, was soll ich damit anfangen? Das ist das Lied. Eines Tages, als ich so gebetet habe, hat Gott mir einen Tipp gegeben, wo ich das Lied finden könnte. Und ich bin nach Hause gegangen, habe es eingegeben und siehe da, da gab es eine Familie aus Kenia, die das gesungen hat. Und da heißt es, ich habe es auf Englisch gekannt, All for a faith that will not shrink, though pressed by many a foe. Oh, welcher Glaube, der nicht zurückweicht, auch wenn er vom Feind bedrängt wird, der nicht zittert am Rande der Armut und Sorge. Ihr könnt das mitlesen, es geht dann weiter. That will not murmur or complain beneath the chastening rod, but in the hour of grief and pain will lean upon its God, der sich an seinen Gott anlehnen, stützen wird. A face that shines more bright and clear, the tempest rage without, that in the hour of grief and fear in darkness feels no doubt. Der in der Stunde von Furcht und von Sorge keinen Zweifel kennt. That bears unmoved the world's dread frown, das fand ich so schön, weil es dann heißt, ungerührt erträgt er der Welt finstere Miene. Okay, das ist ein bisschen schlecht übersetzt. Es geht darum,
dass auch wenn andere einen schlecht auf einen sehen, wenn andere einen verspotten oder verschmähen, dass man da wirklich wie einen Panzer hat und das einem nichts ausmacht. Und das ist sehr wichtig, denn gerade im Internet, ich weiß nicht, irgendwie, also wie ihr das seht, aber ich nehme das Internet so wahr, entweder du wirst geliebt oder gehasst, du wirst gelobt oder du wirst verschmäht. Und die Besten sind diejenigen, die keine Meinung zu dir haben oder sie nicht äußern. In der 5. Strophe heißt es dann, Herr, gib mir solch einen Glauben und dann mag kommen, was da wolle, ich werde schon hier einen Vorgeschmack des Himmels haben. Gott hat mir gezeigt, du brauchst Glauben. In 2. Chronik 20, Vers 20, 2. Chronik 20 und dort Vers 20. Da sagt Josaphat die berühmten Worte, vertraut auf den Herrn, euren Gott. 2. Chronik 20, Vers 20. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben. Wenn wir eine Sache angehen, dann sollen wir sie im Glauben angehen. Ellen White schreibt, es ist eine Sache, die Bibel zu lesen und zu lehren. Das, ja, musste ich so oft bemerken. Und eine andere Sache, ihre lebensspendenden, heiligenden Prinzipien durch die Praxis in die Seele einzupflanzen. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Der Geist sollte dazu erzogen werden, Glauben zu üben, anstatt Zweifel, Misstrauen und Eifersucht zu hegen. Wir neigen zu sehr dazu, Hindernisse als Unmöglichkeiten zu betrachten. Vertrauen in die Verheißungen Gottes zu haben, im Glauben voranzugehen und sich nicht von den Umständen leiten zu lassen, ist eine schwer zu lernende Lektion. Und dann sagt sie, dennoch ist es eine absolute Notwendigkeit, dass jedes Kind Gottes diese Lektion lernt. Also sie sagt, dieses Vertrauen, das müssen wir lernen, das haben wir nicht einfach so aus uns heraus. Und es ist schwer, das zu lernen und nicht auf die Umstände zu schauen. Aber es ist für uns absolut notwendig, diese Lektion zu lernen. Wir brauchen Glauben. Säule Nummer 1, der Glaube. Gehen wir weiter. Säule Nummer 2, die Liebe. Ich sage euch gleich, was es mit der Katze auf sich hat. Und ja, es ist wirklich hier gewesen. Wir brauchen auch Liebe zu Gott und zu der Sache. Und das ist etwas tricky, ich gebe das zu, weil wenn du mit Herz für etwas arbeitest, dann machst du dich verwundbar. Wenn du dein Herz für etwas gibst, dann stehst du immer in der Gefahr, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden und auch ausgenutzt zu werden. Und trotzdem brauchen wir das. Trotzdem brauchen wir ein Herz, sonst würden wir nicht dranbleiben. Jetzt kurz zu der Katze. An einem Sabbatmorgen, das war letzten Sommer, bin ich schon sehr früh hier in die Gemeinde gekommen und wir hatten, es gab ein Seminar, schon am Freitagabend auch, im Sommer. Es war sehr stickig. Ich kam hier rein und dachte, oh, muss mal lüften. Also habe ich die Tür aufgemacht und die andere Tür aufgemacht. Und als ich an dem Eingang stand, die Tür aufmachen möchte, miau, es ist eine Katze vor mir. Ich dachte so, was willst du hier? Schnell wieder Tür zu, du kannst hier nicht rein. Aber nach ein paar Minuten dachte ich, ach komm, die Katze wird schon wieder weg sein. Ich mache jetzt mal auf, weil sonst haben wir hier keinen Durchzug. Tür wieder aufgemacht. Miau. Da saß die Katze und die wollte unbedingt hier rein. Und ich dachte dann so, okay, gut, ich werde jetzt einfach die Tür aufmachen und gucken, dass sie so schnell wie möglich wieder rauskommt. Aber diese Katze wollte unbedingt in die Gemeinde.
Und sie ist einmal hier so durchgelaufen und hat sich dann vorne neben das Pult gesetzt, so ganz, jetzt kann ich hier auch mal sitzen. Aber sie war wie so ein Bild für mich, wo ich mir dachte, wow, die Katze hat uns etwas im Voraus. Denn wie oft fällt es uns schwer, zum Gottesdienst zu kommen, oder? Und wir denken, ach, schon wieder in die Gemeinde. Aber die Katze wollte unbedingt hier rein. Ich dachte, vielleicht gibt es auch Menschen, denen es auch so geht, die so gerne wirklich eigentlich von Gott hören wollten. Und vielleicht ist unsere Tür nicht offen. Die Katze saß morgens um 8 Uhr oder sowas hier vor der Tür und sie wollte unbedingt rein. Auch wir brauchen so ein Herz. Ja, so kurz zu der Katze. Wenn wir das richtige Herz haben, dann können wir auch Beständigkeit hervorbringen. Und hier gibt es einen Vers, den ihr vielleicht jetzt gar nicht damit verknüpfen würdet, aber der zu unserem Thema passt. Lukas 8, Vers 15. Lukas 8, Vers 15, da geht es um ein berühmtes Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann. Und in diesem Gleichnis, wir kennen das, da gibt es die verschiedenen Böden. Aber da sagt Jesus etwas über den guten Boden in Lukas 8, Vers 15. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Da haben wir es wieder. Ja? Also, wenn du das gute, feine Herz hast, dann kannst du auch wirklich Frucht bringen mit Ausharren. Nicht nur für eine kurze Zeit, sondern so lange, wie es sein soll. Säule Nummer 2 hatten wir gesagt, die Liebe. Säule Nummer 3. Ich habe sie Anker genannt. Was ist die Funktion von einem Anker? Festhalten, ja. Bei einem Anker, wir kennen das aus der Schifffahrt, ich bin da jetzt nicht so betucht drin, aber ein Anker hat die Funktion, das Schiff an Ort und Stelle zu halten. Wenn ein Schiff ankert in eher seichten Gewässern, dann wirft es den Anker aus und selbst wenn dann die Wogen kommen und es ein bisschen schaukelt und vielleicht es über der Stelle hinweg so ein bisschen gleitet, wirklich weit weg kommt es nicht, denn es ist da ja fest. Anker sollen für Erfahrungen stehen, die wir machen, wo wir wirklich sagen können, bis dahin hat mich Gott geführt. Und selbst wenn ich dann später auf meinem Weg mir irgendwann nicht mehr so sicher bin, gehe ich in die richtige Richtung, dann helfen uns diese Erfahrungen zu sagen, okay, zumindest bis da war ich richtig. Bis da habe ich Gott mitgenommen. Wir kennen zum Beispiel die Geschichte auch von Abraham. Der hat viele Altäre gebaut und das waren immer Punkte, wo er sagen konnte, hier habe ich Gott getroffen. Das Schöne ist, Gott sieht das Ende von Anfang an und das ist auch wichtig. Wenn wir jetzt mal bei Abraham bleiben, Abraham wurde ja gerufen, dass er aus seinem Land ausziehen sollte. Und was uns oft nicht so bewusst ist, glaube ich, ist, er wusste gar nicht, wo es hingeht. Er ist gegangen, ohne zu wissen, wohin. Manchmal sagt uns Gott nicht alles, was sein Plan für uns ist. Er sagt uns aber immer so viel, wie wir wissen müssen. Manchmal sehen wir gar nicht, wo das hinführt, was wir gerade machen, aber wichtig ist, dass wir von Gott berufen worden sind. Weil dann können wir sagen, okay, ich gehe diesen Weg und Gott wird mich auch schon an das Ziel bringen. In Jesaja 46, Verse 9 und 10, können wir das aufschlagen. Jesaja 46, Verse 9 und 10. Da heißt es, ich warte kurz, bis ihr da seid.
Jesaja 46, Vers 9 und 10. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende, von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das heißt, wenn Gott verkündet, was von Anfang an war, dann muss er es auch wissen. Ja, ich kann nicht irgendwie etwas sagen, was sonst, also was nicht meiner Erkenntnis entspricht. Gott kennt das Ende und deswegen dürfen wir uns nicht von dem Weg abbringen lassen, auf dem er uns führt. Wir hatten jetzt gesagt, den Glauben, die Liebe, Anker. Jetzt kommt Säule Nummer 4. Lebendiges Wort. Und hierzu sagt Ellen White, das Wort Gottes darf nicht von unserem Leben getrennt werden. Es muss im Kopf behalten, im Herzen aufgenommen, gehegt, geliebt und befolgt werden. Im Psalm 119 steht, sagt dann der Psalmist, lehre mich Herr den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Lebendiges Wort. Ach, dazu habe ich eine Erfahrung zu erzählen. Und zwar geht es uns manchmal so, dass wir viel wissen, ja. Wir haben schon viel erkannt und meinen, ach, dann kann ich das auch umsetzen. Aber Gott möchte es manchmal ein bisschen genauer wissen. Und so kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich mache keinen Hehl daraus, dass man nicht auch als Sprecher seine Kämpfe hat. Und im Sommer ging es mir zeitweise so schlecht und ich hatte so negative Gedanken, dass ich ernsthaft gebetet habe, Herr, hilf meinem Glauben. Und ich habe mich da auf einen Vers gestützt, in Lukas 22, Verse 31 und 32, wo Jesus zum Petrus sagt, Simon, siehe, der Satan möchte dich haben, dass er dich wie Weizen sichten kann. Aber, das große Aber, ich habe für dich gebetet. Und wenn du einst umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und ich habe diesen ersten Teil des Verses für mich genommen und habe gesagt, hey, Heiland, bitte bete für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Bitte bete für mich. Und wisst ihr, was Gottes Antwort jedes Mal war? Immer wenn ich gesagt habe, Herr, bitte bete für mich, dass mein Glaube nicht aufhört, dann schoss es in meinen Kopf, und wenn du einst umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Ich war so, ja Herr, ich weiß, so geht der Vers weiter, aber das brauche ich gerade nicht, ich brauche den ersten Teil. Und wieder habe ich gebetet, Herr, bitte, bete für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Ein Tag, nachdem ich diese Struggles überwunden hatte, bekam ich eine Nachricht von einem Pastor, und er meinte, sag mal, kannst du bei uns in der Gemeinde predigen? Ich überleg's mir und bete darüber. Aber in dem Moment ging mir so ein Licht auf und sagte, ach, Herr, das bist ja wieder mal so typisch du. Ich habe dich immer so erlebt, dass gerade wenn ich durch einen Kampf hindurchgekommen bin, du neue Aufgaben für mich hattest. Aber dann ist mir plötzlich das Schmunzeln vergangen. Ich merkte, jetzt zieht der zweite Teil des Verses. Wenn du umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Ich dachte so, oh, okay. Du hast mich darauf vorbereitet. Dann war es interessanterweise auch noch so, in der gleichen Woche bekam ich einen Anruf von einem Prediger, der in unserer Gemeinde an dem Sabbat sein sollte. Er hat mir geschrieben und hat gemeint, ach, ich kann spontan nicht kommen, könnt ihr bitte jemand anderen finden? Und so durfte ich wirklich den Sabbat darauf über das Thema predigen, mit dem ich vorher selbst Probleme gehabt hatte. Enttäuscht, aber nicht entmutigt, hieß dann die Predigt.
wie gehen wir damit um, wenn wir von Menschen enttäuscht sind? Genau, da hatte Gott immer gesagt, und wenn du einst umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Wir brauchen das Wort in seiner Fülle und nicht nur im Kopf, sondern so, dass wir es wirklich ausleben können. Wir haben jetzt 4 Säulen gehabt, die alle mit unserer Beziehung zu Gott zu tun haben. Dann darf die 5. Säule auch auf zwischenmenschlicher Ebene sein. Und das ist auch etwas, was ich lernen durfte in den vergangenen 3 Jahren, dass wir auch Menschen brauchen. Weil wir selbst, wie gesagt, immer diese Höhen und Tiefen haben. Und wenn wir in ein tiefes Loch gefallen sind, wo es uns schwer fällt zu beten, wo es uns schwer fällt, dran zu bleiben, dann ist es gut, wenn jemand an unserer Seite ist, der in diesem Moment den stärkeren Glauben hat. Dieses Bild, ich weiß nicht, wer von euch heizt mit Holz zu Hause. Ah, sehr gut. Das ist immer schön, wenn man das Feuer macht. Ich liebe das, dass man dann noch ein bisschen davor sitzen bleibt und so in die Flammen schaut. Und wer Feuer macht, der wird auch wissen, ein Holzscheit allein brennt nicht. Zum Anmachen braucht man mehrere kleine Hölzer, aber auch um das Feuer zu erhalten, braucht man mindestens 2, die das Feuer erhalten. Ein drittes ist noch besser. Und das ist auch eine biblische Sichtweise, denn wir finden das in Prediger 4, Verse 9 bis 12. Aber lasst uns das aufschlagen, ich habe nicht alles aufgeschrieben. Prediger 4, Verse 9 bis 12. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wie aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn 2 beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er alleine ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Da kommen oft Menschen an und sagen, ja, aber eine dreifache Schnur, wie kommt es jetzt, wo kommt plötzlich der dritte her? Ich glaube, das ist wirklich ein Prinzip, das auch sehr wichtig ist, weil wir sehen das zum Beispiel bei Jesu Jüngern, das waren immer 3er-Gruppen. Und ich habe auch vor kurzem gelesen, bei Jesu Auferstehung, da zeigen sich die 2 Engel, die Jesus sein ganzes Leben lang begleitet haben, auch sie waren eine 3er-Gruppe. Auch ja, in der Uni zum Beispiel ist es schön, 2 Freundinnen zu haben, denn man kann sich gemeinsam stützen. Stärke deine Brüder ist auch hier das Prinzip. Lasst uns abrunden. Wir haben jetzt diese 5 Säulen der Beständigkeit gehabt. Können wir sie nochmal zusammentragen? Glaube. Mit Glaube haben wir angefangen. Was hatten wir noch? Die Liebe. Sehr gut. Dann Anker. Genau. Lebendiges Wort. Genau. Und zuletzt die Menschen. All das brauchen wir. Wir brauchen, hier habe ich es nochmal, Glaube, Liebe, Anker, lebendiges Wort und die Menschen. Von Jesus heißt es, er, Jesus, hatte in seinem Charakter das, was wir in unserem Charakter haben müssen. Unbeirrbare Ausdauer auf dem Pfad der Pflicht, von dem ihn keine Hindernisse oder Gefahren abbringen konnten, während sein Herz so voller Mitgefühl war, dass die Leiden der Menschheit sein Herz mit zärtlichstem Mitleid berührten. Unbeirrbare Ausdauer auf dem Pfad der Pflicht, das hat uns Jesus vorgelegt. In dem Psalm 16, Vers 8 heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen und weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Wir haben einen Grund, warum wir nicht aufzugeben brauchen. Vielleicht noch ganz kurz dazu, bis ans Ende heißt nicht, dass es niemals ein Ende geben wird, aber es ist ein Unterschied, ob wir aufgeben, weil wir nicht mehr können oder
weil Gott ein Ende setzt. Ja, also das kann durchaus auch sein. Aber wenn Gott bei uns ist, dann brauchen wir nicht zu wanken. Und genau das hat Jesus ja verheißen. Als er in Matthäus 28 sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Hier noch das letzte Zitat. Es werden Menschen mit Ausdauer gesucht. Menschen, die nicht darauf warten, dass ihnen der Weg geebnet und jedes Hindernis aus dem Weg geräumt wird. Menschen, die die nachlassenden Bemühungen der entmutigten Arbeiter mit neuem Eifer anspornen. Menschen, deren Herzen von christlicher Liebe erwärmt sind und deren Hände stark sind, um das Werk ihres Meisters zu tun. Willst du so ein Mensch sein? Unser Vater im Himmel, du siehst, was wir jetzt auf diese Kärtchen geschrieben haben. Du siehst, was uns bewegt, wo wir so oft versucht haben, voranzukommen. Vielleicht sind es Charaktermängel. Vielleicht ist es irgendeine Sache, wo du uns gerufen hast und es uns schwerfällt, dran zu bleiben. Herr, ich habe selbst so oft diese Erfahrung gemacht, alles hinwerfen zu wollen. Und durch deine Gnade ist es, dass ich heute hier stehen darf. Vater, ich bitte dich, dass du uns Beständigkeit beibringst, denn wir brauchen diese Eigenschaft, die bis ans Ende währt. Herr, ich bitte dich, dass was immer jetzt auch auf diesem Kerzchen steht oder in dem Herzen von jedem Einzelnen ist, dass du diese Gebete erhörst. Herr, schenke uns Glauben, die Dinge anzugehen. Schenke du uns Liebe, dass wir es wirklich aus ganzem Herzen tun und dir folgen, wie wir es jetzt auch gerade gesungen haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns auch Erfahrungen mit dir schenkst, die uns stärken und uns bestärken, weiterzugehen. Ich bitte dich, dass du aber auch dein Wort für uns lebendig werden lässt, denn wir wollen nach deinem Wort handeln. Und ich bitte dich, dass du uns Menschen schenkst, die uns bekräftigen, weiter auf deinem Weg zu gehen. Herr, wir brauchen Beständigkeit und wir können sie von dir bekommen. Dafür wollen wir dir Lob und Dank sagen. Amen.